diese Moral in Zeiten des Kölner Karnevals, war das dann ausgeblendet oder war man dann genauso? Ja, ich sagte eben schon. Und treu und. Ich bin ja auf allen Linien und allen Ebenen ein Außenseiter. Also der Karneval ist für mich ein Schreckereignis, um dass ich einen möglichst großen Bogen mache. Also wenn ich es mir leisten kann, fahre ich weg in der Zeit und sonst gehe ich in die innere Emigration. Und schon das Gejohle von der Straße zu hören, löst ganz starke Aversionen, fast Aggressionen in mir aus. Deshalb mag ich auch Fußball nicht, ich mag kölschen Gesang nicht, ich mag das Kölsch-Getränk nicht. Das hat irgendwas mit Gruppenzwang zu tun. Nun war meine Familie aufgrund ihres Frommseins auch nicht welche, die exzessiv Karneval gefeiert haben. Und auch mein Vater hat nicht geraucht, nicht getrunken, meine Mutter auch nicht. Aber was so das Nicht-Feiern angeht, ja, bin ich, glaube ich, extremer noch als meine Eltern geworden. Also für mich war also ekstatisch immer Musik machen oder mit den Mädchen. Aber alles andere, auch jetzt die Fußball-WM, die gerade war, nebenbei erwähnt, bin froh, dass es vorbei ist. Ja, Kölner Karneval, ja, da kann ich noch eine Anekdote erzählen, die natürlich auch noch wirklich prägend war, weil ich nämlich eine aufs Auge geprägt bekommen habe, einmal als 10-Jähriger. Denn anfangs war es schon so, dass ich den Zug, den Rosenmontagszug, mir angeschaut habe, was einmal mit meinem Vater auf einem Anhänger eines Lastwagens, bei irrsinnig eisiger Kälte, es irgendwie ausgehalten. Und dann bin ich mal alleine mit 10 Jahren zum Rosenmontagszug gegangen und hatte da ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Ich stand also am Rande des Zuges als relativ kleiner, magerer 10-jähriger Junge. Und dann kamen 2 größere Jungs, ich schätze mal im Nachhinein, dass sie vielleicht 14 waren, so Assis, so richtig so mit Zahnlücken schielend, so wie man sich das Schreckbild des Assis vorstellt und offensichtlich auch betrunken. Und die wankten da so durch die Zuschauer durch, dauernd Leute anrempelnd, also sich auch gar keine Mühe gebend, jemand nicht anzurempeln, sondern wahrscheinlich darauf bauend, dass sie so eine aggressive Ausstrahlung hat, dass keiner sich wagte, da Widerworte zu geben. Und die kamen dann auch bei mir vorbei und dann habe ich gesagt, du stinkst zu einem, also meinte damit seine Alkoholfahne, ne? Da holte der aus und gab mir also einen solchen Schlag, aufs rechte Auge, glaube ich, war es, dass ich also in die Menge flog förmlich. Ne? Und dann kam auch noch der Satz, und wir kommen wieder. Das heißt, sie gingen dann oder taumelten dann erstmal weiter und sie kamen dann auch tatsächlich wieder. Und ich war natürlich voll der Angst, ich zitterte am ganzen Leib, aber ich brachte nicht fertig, mich aus dem Staub zu machen, weil das wäre mir zu viel Schande gewesen, zu flüchten davor. Und ich dachte, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen. Und dann kam aber irgendwie ein junger Mann, der riss mich so hoch und schaffte es irgendwie, die zu verscheuchen, diese beiden Knaben. Und ich habe noch einmal als junger Erwachsener mir noch mal einen Ruck gegeben, bin mal mit einer kleinen Clique von also Halbfreunden, Halbbekannten mal mitgegangen, fühlte mich aber so fremd, dachte, Mensch, das ist alles total primitiv und blöd, was hier abläuft, diese doofen Karnevalslieder mit ihren schwachsinnigen Stumpftexten. Und was gibt's denn hier eigentlich zu jubeln? Habe völlig kalt, frigide gefühlt dabei. Irgendwann habe ich mich dann so stillschweigend aus dem Staub gemacht. Ja, das ist mein Bezug zum Kölner Karneval.